Hallo liebe Freunde von Lars Gaming und willkommen zu unserem bzw. meinem ersten Video, richtigen Video zu WWE 2K18. Ja, nach dem Unboxing von der Collector Snuff Edition mache ich jetzt mal ein kurzes, oder vielleicht sogar ein langes, ja wahrscheinlich eher ein langes Video zu dem Spiel an sich selbst. Ich habe mir jetzt noch keine sonderlichen Gedanken gemacht, was für Matches mir gleich spielen oder mit welchen Superstars, also nicht wie sonst das Orakel immer mit den dazugehörigen Matches zum bevorstehenden Event, Großevent, Pay-Per-View, sondern ganz zwanglos probieren wir einfach jetzt einmal gleich ein bisschen was aus. Und ja, hab's jetzt die Tage ja immer ein paar Stunden gespielt und eigentlich ganz zufrieden. Also ich hoffe mal, die Musik jetzt am Hauptmenü hier schneide die PlayStation raus. So, aber also geht's mal los. Schauen wir uns mal alles an. Auch nicht wie beim Orakel, wo ich ja normalerweise erst die Videos beginne, wenn die Entrances beginnen, sondern zeigen wir mal hier alles, wie es sein soll. Menüführung und ja, alles ein bisschen anders da gehalten als bei 2K17. Und aber an sich die Menüpunkte doch ziemlich gleich. Und denn mein Spielermodus, den habe ich jetzt auch schon ein bisschen ausprobiert, aber der konnte mich jetzt auch nicht wirklich vom Hocker reißen. Weil hauptsächlich eigentlich, weil die, ja, Animationen sind es dann jetzt wirklich, aber die Interaktionen zwischen dem eigenen Superstar und den Superstars, die halt überall rumstehen, die sind so miserabel, finde ich die. Ich glaube, es gibt gefühlt drei Animationen oder drei Bewegungsabläufe, die der Superstar in dem Video, in dem Gespräch macht, und das wirkt so scheiße. Also die Gespräche sind total für den Arsch. Man kann sich natürlich frei, ich gehe nachher noch einmal rein in den Punkt. Aber ja, die Matches sind halt normale Matches. So, machen wir erstmal ein ganz normales Match. 1 gegen 1. Ja, normal mit Regeln. Fangen wir spießig an. So, hier noch einmal die Bonusinhalte von der Collector's Edition, die mich ja beim Unboxing jeglichen Nerv geraubt haben. Batista, Cena von 2006, Cena von 2010, Kurt Angle von 2001. Kurt Angle von 2006, Rob Van Dam von 2006. Das war es da schon. Okay. So, Superstars. Wen nehmen wir denn beim ersten? Bei unserem ersten Kampf. Strikt mal Zufall. Ja, Tyson Kidd. Seit circa 100 Jahren verletzt. Na, Ember Moon. Frauenkampf muss jetzt nicht direkt anfangen sein. Bray Wyatt. Ja. Na, Bayley nicht. Asuka auch nicht. Big Cass auch verletzt. Rhino, na. Quinn Metalik. Ty Dillinger. Und Mark Henry. Ja, komm. Darren Young, ne, danke. Usos. Na, mit dem haben wir nachher ein Tag Team Match. Die Prank Henry. Luke Harper mit seinem. Das habe ich weggedrückt. Aber Ench mit seinem neuen Look. Diesen normalen schwarzen, nicht mehr den Hinterwäldler-Look von der Wyatt Family. Charlotte, Akira Tozawa. Ich gehe jetzt ja nicht jeden einzelnen Star durch. Also wäre vielleicht doch noch für die Leute, die sich vorher nicht informiert haben, wie groß der Roster ist, weil es ist ja wieder natürlich der größte Roster aller Zeiten. Aber ja, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen langatmig, wenn ich jetzt jeden einzelnen Superstar durchgehe. Ich kann mal so beim Dummquatschen noch ein bisschen hier durchskippen. Dann seht ihr ja, wer dabei ist. Aber hat sich jetzt eigentlich nicht so viel zu den Vorgängerspielen geändert, also zumindest mal legendentechnisch. Sind natürlich jetzt mehr NXT-Stars, die neuen Stars, die zu NXT gekommen sind, dabei. Aber ansonsten ist das ja nicht wirklich, jetzt so nennenswert. Na komm, so, Rivera, Jack Gallagher, Dolph Ziggler, na, ganz cool. Eddie Guerrero. Als normal war ja beim 17er in dem DLC, in dem Legenden-DLC. Ember Moon hat man eben. Komm, holen wir mal. Wir holen Seth Rollins. Der ist auf dem Cover. Holen wir Seth Rollins fürs erste Match. So, wo ist er? Seth Rollins.
Okay. Und als Gegner AJ Styles. Ja, auch. Wen hat er momentan so fädenmäßig gegen sich? Ja, ist eigentlich das Take-Team-Match mit Cesaro und Sheamus. Ansonsten glaube ich keinen so wirklich. Ach, haben wir AJ Styles. Phenomenal. 90-92. Einigermaßen faires Match. Normal Raw, Schwung normal, Einzug lassen wir mal an. Obwohl ich halt jetzt auch wieder davon ausgehe, dass die Entrance-Songs herausgeschnitten sind. Aber naja, macht ja nichts. Ich lasse mal kurz anlaufen, weil ich weiß es selbst noch nicht. Ich habe noch keine Aufnahme gespeichert bis jetzt. Und ja, warten wir mal ab. Dieses neue Burn It Down, was ja immer in dieser Pause war, die früher, also früher in der Pause war, das ist definitiv schon mit dabei, das habe ich schon gemerkt. Das war dann doch zu spontan für die Entwickler, das noch hinzuzufügen. So. Ja. Wahrscheinlich ist bei euch jetzt da Stille. Die Grafik ist. Also anfangs fand ich sie sehr gewöhnungsbedürftig, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber sie ist definitiv nicht schlecht. Also man muss sich wirklich dran gewöhnen. Also weil gerade die Arenen und die Hallen, die wirken halt, ist jetzt ja kein großer Unterschied zum 17er, aber wenn dann die Superstars rauskommen, sie sehen halt doch anders da aus. Also blöd zu erklären. One sieht auf jeden Fall jetzt bei dem Spiel besser aus als beim 17er. Er hat ja ausgesehen wie ein Terrorist. So, geh mal weg. Seth Rollins haben wir jetzt auch lang genug gesehen. Szene überspringen. So, lass mal AJ Styles noch ein bisschen laufen. Dann kann es auch schon losgehen. Unterbrechen geht natürlich auch. Nur lassen wir jetzt mal sein. Also steuerungsmäßig ist jetzt glaube ich das Einzige, was mir aufgefallen ist, diese Tragefunktion. Also man kann Moves, Hebemoves, also Slams und solche Sachen oder Suplexes, kann man, indem man R1 drückt, in dem Moment, also wenn er den Gegner hochhebt, kann man die unterbrechen und dann durch die Gehen tragen und dann dementsprechend halt noch mit Gegenständen interagieren, also in Ringecke werfen und ihn aus dem Ring werfen. Das ist jetzt eigentlich das Einzige, was mir jetzt momentan so spontan an Erneuerungen einfällt, ist, ja, meistens war Kackis am Anfang. Und, aber ich probiere es gleich auch mal. Ist eigentlich eine coole Sache, vor allem ist das irgendwie Leute aus dem Ring zu werfen, alles. Singles action is underway, and in this one, I wouldn't attempt to predict what's going to happen. I just be ready for anything. Sometimes that's all you can do. And guys, the great city of Anaheim has seen many great matches over the years, and this one should be no direkt different. Auf die Nuss. Ach, ja, Konter von uns und Konter von Styles und Konter von uns. Das kennen wir doch noch aus dem Rocken. Hoch. Michael, he can beat any superstar on this roster on any given night, and I don't see why tonight is any different. Both these guys know that in this business, every time you step in the ring, your reputation and career are on the line. Was haltet ihr eigentlich von dem, naja, neu, mittlerweile ist er nicht mehr so neu, aber halt jetzt im Spiel zum ersten Mal, halt, im Spiel ist er jetzt zum ersten Mal dabei von Seth Rollins neuem Finisher. Ich weiß gar nicht genau, wie er heißt. High Knee in Reinverted, nicht? Ich weiß es nicht, wie er heißt. Ja, klar. Hallo? Den Pedigree benutzt er ja nicht mehr. Was ja auch eigentlich ziemlich logisch ist, nachdem er jetzt ja Triple H besiegt hat. Ja, ich bin von dem eigentlich kein so Fan, von dem Finisher. Ich glaube, der wirkt irgendwie ein bisschen plump und vor allem, weil Rollins dann doch ein extrem guter Techniker ist. Ich kann mich mit dem irgendwie nicht so wirklich anfreunden. Wenn er jetzt ja noch einen Gegner hat, der halt extrem gut verkaufen kann, also die Aktion sehr realistisch rüberkommen lässt, dann geht er noch einigermaßen, aber manchmal wirkt er wirklich total plump. Oh, das war schön.
Rollins can do it all in there. And remember, the architect always. Ich finde so ein bisschen makaber, dass er, weil das Rollins zum Beispiel jetzt hat damals den Curb Stomp, hat er verboten bekommen, den durfte er nicht mehr verwenden. Naja, Risiko auf. Ja, kriegen wir gekontert. Weil ja das Risiko wegen Gehirnerschütterung und bla 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 zu groß ist. Den bekommt er verboten, weil das war für mich ein richtig geiler Finisher. Also der hat es auf jeden Fall drauf. Das wirkt zumindest mal realistisch. Ja, dann Pedigree halt zur. Gegen der Story mäßig, sag ich mal. Und jetzt den. Und jetzt hat er einen Finisher, mit dem er Cena, oder Cenas Nase komplett zu Müsli verwandelt hat. Er hat den Curbstone verboten bekommen, mit dem eigentlich noch nie was passiert ist. Und bekommt jetzt einen Finisher. Oh, das ist auch neu, stimmt. Bekommt jetzt einen Finisher, mit dem er schon jemals eine Nase zu Müsli verwandelt hat. So, oh, ein bisschen Ironie. Nee, hey, komm. Das ist die. Vielleicht geht's jetzt da. Ja, das kontern wir da. Versuche ich das auch mal. Dieses Gegner führen, also sich gehen, tragen, alles, das ist auch neu gemacht. Ja. Das kann er sich, indem er Kreis drückt, schneller befreien. Und man kann jetzt da so ein bisschen, naja, bearbeiten. Sieht mal, es ist alles ein bisschen. Bisschen ausführlicher als damals. AJ Styles beginning to peter out here. He'll need to find a way to turn things around here. This match is trending in a bad direction for right now, guys. Super Kick. He's back in control here. Läuft ja ganz gut. So, jetzt versuchen wir mal das mit dem Hochheben. Und es geht sogar, also R1 gedrückt halt, und je nachdem welche Richtung bei den Rechten Luxig bewegt. And you have to wonder what the next move will be here. Je nachdem, welche Richtung man den rechten Analogstick bewegt, die Art von Hochheben, keine Ahnung, wie man es nennen soll, verwendet er. Also ob es sich über die Schulter legt zum Fireman's Carry oder zum normalen, zur Powerbomb. Manchmal ein anderer. Ja, das macht dann so ein Fireman's Carry. Styles ist, hat genug Konter-Moves und normalerweise kontern sie das, diese Tragversuche am Anfang ziemlich schnell. Was von uns. So schön. Und Orton kommt. Ist doch schon mal direkt super fürs erste Match, was Randy Orton jetzt kommt. Kommt er oder ist jetzt ein RKO oder nowhere? Was ist los? Aber bekommen wir trotzdem gekontert. Boah, das war. Also scheinbar kommt er doch nicht. Boah, reine Verarsche. Dann haben wir den Signature. Was ist eigentlich der andere Signature? Sorry, Moment. Scuba Superkick. Ah, die Wackelbomb. Der Stings Karriere beendet hat. Auch geil. Darf er immer noch benutzen. Jemals Karriere damit beendet, aber da war noch Nutzen, aber Finisher gekontert. Curbstomp ist verboten. Boah, war so fies mit Orton. Nur das scheiß Intro gekommen. Schön Slim Blade. Wieder mit dem Rauswerfen. Ich weiß nicht mehr, welchen Knopf ich zum Werfenaufschuss drücken muss. So hochheben zur Powerbomb. Oh, ist ein bisschen weit weg vom Seil. Und? Naja. Ich weiß nicht mehr, welche. Das X oder Viereck war. Hochheben klappt jetzt echt toll. Several different ways this can end, and all of them involve pain. Sneaks out of that one. That's how you get out of trouble, Michael. Ja, zweiter hat mir gepasst. Oh, Styles hat einen Finisher. Und den Konter machen. So, machen wir jetzt mal diese. Wir versuchen mal die Buckelbomb. Ja, komm. Und geht auch durch. Pff,
Schön. Zwei Finisher. This might be the end of the road for him, Byron. Well, if he can't get back to his feet, you're absolutely right. Springboard. Springboard Angriff. Look at that air. His leaping ability is out. Hier ist der zweite Finisher. Ah, Ripcord High Knee. Also er hat momentan gar keinen zweiten Finisher. Nur dieses High Knee. Seth geht schon wieder nicht durch. Right where he wants him. Und wir kontern. Was können wir Finisher eigentlich machen, weil jetzt kann er eh nicht mehr kontern. Neckbreaker. Wir hebeln hoch. He's calling so, for it. Und zack. What a knee strike from the King Slayer. That should do it. So, Seth Rollins is feeling it right now. So, mal noch ein Fox Splash hinterher. Seth Rollins is going up. Da geht wahrscheinlich Shit durch. So, geht durch. Ah, jetzt kommt der Konter. He clearly did his homework heading into tonight. He's lining him up. Ah, er will wieder sein. Wahrscheinlich. Und er kontert wieder. Sein Style Splash machen. Ausführen. Oh, Blut. Ja, wieder ein Finisher. Welche OMG-Momente hat Rollins? Wahrscheinlich denkt man den Suicide Dive, aber. WWE 2K18 komplett bugfrei. He's clearly in a bad way right now. He doesn't want to do this outside the ring. So, wie geht der? Ah, so geht der. Da geht's gar durch. Ohne große Animation. Keine Ahnung, ob das so sein soll. Ich denke ja nicht, aber trotzdem. Das ist ein bisschen schwach. Also den einen oder anderen, ja, keiner, ob man es wieder backen will, von 2K17 findet man hier genauso noch. Also gestern habe ich ein No-Holds-Bar-Match gehabt. Ich weiß gar nicht, wie viele Stuhlschläge da nochmal komplett daneben waren und so Sachen. Das ist immer noch. So, versuchen wir mal einen Superplex. Der scheint auch durchzugehen. Und der geht auch durch. Oh. Oh, schön. Thank you for tuning into this episode of Raw. I'm sure you are just as entertained as we are here at ringside. So. Was kann man noch machen? AJ Styles ah, Konter. With a nice reversal. Und wir konnten aber auch. Mehr konnte er nicht. AJ Styles got him there. Dieser Brainbuster. Here we go for the win. Not enough to end this one. He is not going to go down without a fight, Michael. Ja, jetzt kommt er wieder. Seth Rollins gets out of trouble and quickly. Und Konter von Styles. Oh, the reversal by AJ Styles. Bad oh, move there. I don't know what made him think that was a good idea. Suck. He's not getting up. Steht mal ein Rolling Center. Hallo, das right nicht ganz runter. So, und. He may ja, be in the best Rolling Center. Condition I've ever seen him machen in. Wir noch einmal. Ja, noch einmal die Buckelbomb. Und geht auch durch. Da kann man eigentlich den Sack schon zumachen. Ich glaube, der hätte mir eben schon können zweimal zumachen, aber egal. AJ's in big trouble now. Ja, he might just be out, guys. I agree. He hasn't moved one bit. Und geht durch. Slay the King. AJ's in big trouble. Ah, ist am Seil. Er ist am Seil. Eins, zwei, drei. The cover. And this one's history. Ja. What a win. Das war schon unser erstes Match. Mal auf die Uhr gucken, bei wie vielen Minuten wir sind. 17 Minuten ungefähr. Ja, war jetzt wenig spektakulär eigentlich. Ja, so, ist in Ordnung. Here is your winner, Seth Rollins. Put a check in the win column for Seth Rollins.
Great effort from both these guys, Michael. I'm willing to bet this isn't the last time we see them square off. As we close the book on this match, I need to remind everybody just how big of a win this was. Simply amazing. Also, war schon zum 17. Mal, dass sie ihn zumindest mal deutlich besser, finde ich, gemacht haben. Gesicht, ja. Ja. So, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, jetzt gehen wir auf jeden Fall mal ohne Regeln. Und was können wir machen? Ich denke, jetzt machen wir noch ein 1 gegen 1 Match wieder, weil wenn ich gleich noch ein Tag-Team-Match machen möchte, das, die dauern meistens immer ein bisschen länger. Außer ich verliere direkt. So, machen wir ja, Extreme Rules. Und wir holen mal dann na, Mickey James natürlich. Nee. Nee, Luke Gallows auch nicht. The Miz wäre auch noch ganz cool. Uso und wieder Shinsuke Nakamura. Ember Moon. Wieder Ember Moon. Nia Jax. Sin Cara. Rory Strong. Nikki Cross. Rick Swan. Auch neu. Baron Corbin. Titus O'Neil. Wieder Rick Swan. Kevin Owens. Ja. Kevin Owens holen wir als Gegner. Kevin Owens holen wir als Gegner. So, wen holen wir dann jetzt? Wen holen wir denn? Holen's mal, komm. Oh, ist AB. Da kann man sich da schon denken. Ah, Bobby Roode ist auch cool. Ah, jetzt Braun Strowman. So, gegen Kevin Owens. Oh, da sind sie. Kevin Owens. So, schauen wir, was für Arenen es noch gibt. Backlash, wo bin ich? Bin schon oben, ja. Backlash, Battleground, Clash of Champions, Clash of Champions damals, ECW One Night Stand, Legend Elimination Chamber, Extreme Roots, Fastlane, Hell in a Cell, WWE Live 1991, Main Event, Money in the Bank, No Mercy, NXT, NXT 16, NXT Takeover, NXT Takeover Brooklyn 2, NXT Takeover Orlando, NXT Takeover San Antonio, NXT Takeover The End, Payback, Raw, Raw 2016, weil ich auch cool finde, dass sie die alten Raw und SmackDown noch drin haben. Raw is War 98, Roadblock 16, Royal Rumble, Saturday Nights, Main Event, SmackDown 2000, SmackDown 16, SmackDown Live, SummerSlam 16, SummerSlam 88, Survivor Series 16, TLC, WCW Japan Super Show, Japan, WCW Bash, The Beach, mal Bash at the Beach, WCW Halloween, Havoc, oh ja, WCW Nitro, WCW Saturday Night, World Class Championship, Wrestling 86, WrestleMania 32, WrestleMania 33 und 205 Live. Ah, komm, hören wir mal. WrestleMania 33. Machen wir mal. Ja, Nacht, komm. Das ist vielleicht Grafik am besten, um das mal ein bisschen einschätzen zu können. Ja, passt doch alles. Los geht's. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, das Bild von Strowman, oder? Der ist schon extrem muskulös, aber irgendwie wirkt das, keine Ahnung, wie ein Dreieck. Und ein bisschen schmal. Nacken. Na, die Schultern, ey. Das ist irgendwie ein krasses Bild. Da, ey. So. Ah, komm da. Ich glaube, wenn der im wahren Leben einem gegenübersteht, sagt man nichts mehr. 175 Kilo, was er hat. 2,3 Meter oder wie groß. Oben ab. So. Kevin Owens. Ja. Gut gemacht, finde ich. Obwohl, hier können wir einen schon abbrechen. Ja, hier wollen wir abbrechen, aber so Extreme Roots. Ja, komm, ein bisschen näher. Ich habe keinen Bock, meine ganzen Wester drin, das ist der Ausdauer schon wieder.
denke mal, eine Over-the-Top-Attacke wird Strowman jetzt ja nicht haben. Oh, man. Still not officially underway. Direkt die Clothesline. This one-on-one match is going to be a struggle in every sense in of the Bande. Word. Neither man looks like they are remotely entertaining the idea of backing und down. Auch in die Treppe. Geht auch in die Treppe. This match more enjoyable to watch would be if I was calling it without you two bozos interrupting me. Konter von Owens. As action continues, let's discuss Kevin Owens briefly. Ah, Konter von uns wieder. Expert, so what can we expect from him jetzt tonight? Von uns. The thing that's both exciting and a little scary is that in the WWE, every single jetzt match could be your last hochheben in the ring. Irgendwas these mit der Ringtreppe two know machen. They have to cherish every single second in there. Avoids trouble there. Ah, Konter von uns. Could have been very in die Kniekehle. Cool. He's really putting his athleticism on display. Man hört die Ringtreppe. Ich glaube, das war früher auch nicht so. Das war so schon, ist klar. Aber wenn man normale Moves ausgeführt hat und gegen die Ringtreppe gekommen, habe es, glaube ich, eigentlich damals keine Sounds gegeben. Aber ich kann mich auch irren. Oh. It's obvious to me that the WWE Universe doesn't appreciate Kevin Owens. I'm on the record right now and say that the WWE Universe is envious of Kevin Owens. It's pretty disgusting. Kevin Owens should be celebrated. Und jetzt geht's ein bisschen. Oh, clobbered by the steps. Scheiße. That'll make you reassess some things. Dann haben wir es gedonnert. Got him again. Ja, der war auch scheiße. Jetzt warten wir kurz mit der Ausdauer. Oh, and he lands it. Really relying on that tonight. Die donnern gar nicht mehr so. Es muss donnern. The steps connect. So scheiße. Ganz ehrlich. I'm sure Kevin Owens appreciates your unconditional support, Corey. The WWE Universe may not agree with Kevin Owens' approach. They certainly know Schlag, he is not one to be taken lightly. Regardless of how people may feel about Kevin Owens, there's no questioning the man's desire to be at the top of this business and his willingness to do whatever it takes. How can Kevin Owens stay out of serious trouble right now and gain ground fast to stay in this? He can't be happy with how this is going right now. Nothing good happens outside the ring, which is why I love it when guys go out there. Things are going to heat up now, fellas. This match certainly isn't trending in the right direction for him. He's going to need a change in momentum. Ah, was es auch noch gibt. Ich weiß nicht, ob es das früher gegeben hat. Das wird auf jeden Fall als Info eingeblendet. Eigentlich, man kann in dem Sinn Squash-Matches machen. Also, wenn jetzt, ich sag mal, holt Strowman und jetzt dann gerade Kevin Owens oder man holt Lesnar und spielt dann gegen, was weiß ich, keine Ahnung, Darren Young, Kalisto, also was jetzt in Wirklichkeit auch ein paar Minuten vorbei wäre, dann sind die Matches auch wirklich so. Also, die Ausdauer baut sich nicht so schnell ab, wenn man dann recht schnell, sehr schnell ein Signature hat, lädt sich auch danach wieder auf. Und, also man kann wirklich dann innerhalb von, ich sag, 1 bis 2 Minuten den Finisher ausführen und die Sache schon beenden. Keiner, was es da früher gegeben hat. Warum kann ich hier kontern? Oh. Ah, jetzt hab ich verpasst. Scheiße. Rolling Sentum vom mittleren Seil, jetzt habe ich gekontert. Ohne Hand ums Signature. Auf. He's a guy that can turn und den konnte er natürlich. Fighting back here. I expected nothing less, Cole. Ah, zu spät. Und er wirft uns raus. Jetzt. What does Braun Strowman need to do now to remain a factor in this match? You have to apron. Wonder if he could recover from this, guys. If he wants to win this thing, he's going to need to make some changes here. There's no way he can stay in this match if he doesn't find a way to fend off this attack. Oh. So, wir konnten noch direkt wieder. Doing a great job of turning that Ring. Around. In den Ring, nicht an den Ring, in den Ring. He wants no part of the outside. Zack und zack. Da klingelt's im Gebälk.
Und wenn man Gegner oder wenn man Gegner gute verpasst hat und sie sind in der Nähe vom Rand des Ringes, dann rollen die auch manchmal durchs untere Seil wieder draußen, lassen sich nach draußen auf den Boden fallen oder rollen nach raus auf den Apron und ziehen dann am Seil wieder hoch. Also stehen dann auf der anderen Seite vom Seil auf dem Apron. Und er landet right on the small of his back. Ah, Kendo-Stick. Aber there was a lot of force behind that one. Aber he is a one-man gang in there. Showing very few signs of life here. Oh. Yeah, there's no way he comes back to this. Might as well ring the bell now. Und der Signature geht durch. Monster among men. Picks his opponent up. Oh, Strowman slamming into the mat. Wie heißt der? Jetzt kommt natürlich der Power Slam, ja klar. Reverse Joke Slam, den finde ich scheiße. Der Signature heißt, wo ist der Signature? Yokozuna Kata. Elevated Triangle Joke. Oh ne, Aufgabegriff habe ich gar keinen Bock drauf. Things are going so well for Kevin Owens. That is exactly what Braun Strowman needed. So. Man, Braun Strowman, what offense. Strowman is feeling it right here. Ah, steht er schon wieder auf. Bleib liegen. Ich will eigentlich mal aus dem Ring werfen, weil, also wenn Strom es packt, dann weiß ich schon, wer es packen soll. That certainly seems to be the case. Perhaps trying to figure out the next move here. Whatever the case, Michael, this is an impressive show. Ich hab nicht aus dem Ring geworfen. Wie waren die Steuerungen noch? Not where he wants to be right now. Yeah, steht die bei Steuerung? Tragen. So. Rattlebar, Schulter-Pickup, Powerbomb-Pickup, Fireman-Pickup. Greifen. Kontextabhängiger Slam. Umgebungsangriff. Also wäre es Viereck. Normalerweise. Ja, ich würde sagen Viereck. Jetzt habe ich X gedrückt. Aber ich fand gerade ziemlich cool, dass der gleiche Finisher ausführen konnte. Also versuchen wir nochmal. Ja, jetzt kommt der Konter. Klar. Ja, ein Aufgabegriff. Verpiss dich. Back and forth we go. Ah! Whoa, he works his way out. Haben wir die Ausdauerstufe noch? Haben wir sie nicht mehr. Wir machen sie nicht mehr, verdammt. Check out Braun Strowman's offense. Believe me, getting thrown like that will change his attitude in a hurry. Kevin Owens doing oh, Schlemmo-Konter, das gibt's doch nicht. Jetzt, alles war ich eben gemeint, jetzt wollte er raus. Und jetzt diesmal zieht er sich hoch. Boah. Who knows what's gonna happen? Hallo? This match could go anywhere. How are these superstars even still going, guys? Wieder von uns. They have to be on fumes right now. Oh. So, haben wir die mal schön da durch. Oh, mit einem Power Slam. What a maneuver. Things are going so well for Kevin Owens. Publikum ist begeistert. The Wyatt family black sheep is fired up. Oh. Ah, kommt das schon nochmal? Au. Ja, ist klar. These superstars appear to be operating on fumes here, guys. Ab, Drecksack. He's always had the ability to take it up a notch. So, rein mit. Back now inside the ring. Naja, nicht so langsam. Nein! Nein! Und die oh, auf den Stuhl. Ain't working. Looks to me like he just hit a wall. Oh wow. Man, what a beating he's so, taking. You can see the lights are on, but clearly nobody's home. Well, on the plus side, he's not the only one in that ring struggling for air right now. Yeah. And he's heading back in. Ah, gehen wir da wieder rein? Ja. Not every move is designed to get the fans off their feet. So. Oh, ich wollte den Aufgabe noch machen. Ah, ne, brech mal ab. Jetzt ist eh nichts. Platzen wir auch noch oben drauf.
Still trying to get back to his feet here. He's clearly in a bad way right now. Ja, raus. Raus. Das hebt wahrscheinlich schon scheiß. Ne, hebt mit auf. Tisch. Ja, wird schon, kommt schon wieder zu sich. Just a matter of time now before this superstar goes for the finisher. And when that happens, you can bet this. Ey, lass mich aufstellen. Oh, du Drecksack, ich hab's genau gewusst. On a knee to the face. Oh, Finisher gekontert. Ich wollte gerade sagen, lass bloß den Stuhl nicht ganz. Oh, verpiss dich. Ja, da ich hänge. Hängen geblieben. Boah, anzünden kann man auch noch. Aus. We may have discovered his favorite move. Boah, der Tisch klitscht immer weiter weg. Boah, er klitscht noch weiter weg. Ich habe eigentlich jetzt davor gehabt, ihn nach draußen zu werfen auf den Tisch. Aber ich denke, das wird wohl nichts mehr. We may be looking at a power bomb here. So. That's exactly what it jetzt looks like to me. Boah, Drecksau. Oh, ich kann nicht mehr kontern. Ah, gut, das ist Hausgold. Gut für uns. How these superstars are even still in this match is beyond me. Oh, and that's the second time. You don't want to get hit with that once, let alone twice. Hanche, wie ich gesagt. Dreimal ins Leere gegriffen. Ekelhaft. Wow. Boah, der hat jetzt schon vier Mal gemacht, den Move da. This is exactly what Kevin Owens was waiting for. Neckbreaker. A game changing backbreaker. Ein Backbreaker. He can pin his opponent right here. Two. No, a kick out of Braun Strowman. I can't believe it. This won't go away. Strowman is taking no prisoners right here. No. Oh, verdammte Kacke. Kevin Owens setting it up. Pop-up powerbomb. There's the cover. Can he do it? Two. Ah, oh, verdammt. Kevin Owens gets the win. Scheiße. Was sagt die Uhr? 35 Minuten. Ah, machen wir gleich Rückmatch. Ja, dazwischen rauswerfen will ich noch hinkriegen. Ah, komm. Nix. Here is gut. Your winner, Kampf. Kevin Owens. Das war nix. Versuch mal dieses Squash mit, das klappt. Ich denke, dafür wird Owens ein bisschen stark sein. This is gonna be good. And this is one of those matches where it's hard to believe we get paid for this. Well, actually, it's hard to believe Saxton gets paid for anything. Wow. Let's take a moment to talk about Kevin Owens. Back suplex. For those who are unfamiliar with him, what can they anticipate out of him here? It's still early, but I really like his chances here tonight. He certainly looks more focused than I remember seeing him in recent weeks. Sobald man einmal zu Boden geht, keine Ahnung, dass er schon mal zu Boden gegen gezählt hat gerade, dann ist es halt mehr möglich, mit diesem Gegner total zerstören. Nein, vor ein paar Minuten. Nein, das dauert zu lang, es dauert zu lang. Hebt uns auf. Er hebt uns nicht. Check out Kevin Owens' offense. Nix da. Auf. Whoa, down he goes. That was impressive, Cole. Da. I'm sure Kevin Owens appreciates your unconditional support, Corey. While the WWE Universe may not agree with Kevin Owens' approach, they certainly know he is not going to be taken lightly.
Regardless of how people may feel about Kevin Owens, Bow. There's no questioning the man's desire to Bow. Be at the top of this business and his willingness Bow. To do whatever it takes. Bow. Nee, hol das Ding, geht weiter. He's not looking good here, Byron. No, he's got again. Bow. Hey, it seems to be working for him. Strowman is taking no prisoners right here. Oh my, with the chair. Konnte dann klappte gerade zu bei ihm. Finally broke the chair, Michael. Oh, and he's still down, Byron. Things definitely aren't looking very good for him right now. Da win dann. Hat ganz so viel Schaden bekommen. Rein mit dir. Bringing it back into the ring. Zack. Das machen wir schon unser Signature. You can't like his chances right now. Yokozuna Kata oder wie auch immer heißt. Nein, Finisher. Ich dachte, er noch Signature. Ah, schon der Power Slam. Aber ich will den aus dem Ring werfen. Jetzt haben wir, denke ich mal, genug Zeit für den Tisch draußen aufzubauen. Ah. Nein! Verdammte Axt! Just a matter of time now before this superstar goes for the finisher. And when that happens, you can bet this one's over. Hau ab. Gott, man wird immer hier einklemmen. Oder kommt das nur Luke Harper? Which wouldn't shock me one bit. Ja, talk about a beating he's taken here tonight. Und auf den Hallenboden. This might be the end of the road for him, Byron. Scheiße. Well, if he can't get back to his feet, you're absolutely right. Na, komm schon wieder, ja. Geht ihm auf die Kloppen. So, wir gehen rein. It doesn't get any bigger than this. A match under the bright lights of WrestleMania. Und right on the bridge of the nose. Ziemlich komischer Konter. Braun DDT. Faltering some, but it's gonna take a aber schon wieder Konter von uns. Let's not get ahead of ourselves, Cole. This is just a little bump in the road for him here. Nothing to worry about. Check out Braun Strowman's offense. Noch den Tisch anzünden. Byron, he may be down for good. That wouldn't surprise me ja, at all. Not after the beating he's taken. Was braucht er einen Finisher? Den anzuzünden, scheint so. Das war ein Finisher, verdammt. Here we ja, go. Komm. Back inside the ring. Nix. Vergess it. On, he's one step ahead on that one. Perfect form on that tackle. Komm, oh, kommt da wieder von Owens. Er hat den Signature? Ne, er hat keinen Signature. Ah, er wirft es auch weg. Will ich mal sehen, wie der Strowman so wegwirft. Oh, and he reverses it. A quick reversal. Oh, schon wieder Konter von Owens. Und wieder DDT. Oh man, right on the top of the head. And he goes for the pin. And the shoulders come up. Scheiße mit clearly dem not enough damage Pins abbrechen. Ah, oh, ist klar. Check out Kevin Owens' offense. There goes KO with the mind games. Ja, raus. Strowman is taking Slingshot. No prisoners right here. Oh, der braucht 10 Tage. Oh, der braucht 3 Tage, bis der drin ist. Und wieder ein DDT. Superstars are as dominant as this guy. Oh, jetzt wieder sein Cannonball. Ja, jetzt wieder ein Cannonball, Mann. Kevin Owens is oh, in ja, das kannst du vergessen. In position for a power bomb. Oh, bekommt man hoch. And that's not a good place to be, Cole. Oh no, we could be looking at a power bomb. I think you're right, Cole. What? Look out. Oh my wow. goodness. Here it is. Endlich. He's taking a long time es to get geht up, guys. Doch. Perhaps playing a little possum so. Here, Cole. Und jetzt komm rein. Dann war's das mit dir. Back oh, natürlich. Wir sind gerade erst durch den Tisch geflogen. Oh, es könnte sein.
Den wollte ich nicht. Faceplant. That's what he was looking for, Michael. He could pin his opponent right here. Ruhig. Na, da kommt sogar noch raus. Das war ein Zeichen. Taking him a while to get up here. Dass ich noch verlieren muss. Anything left, Michael. So. He got some air on that toss. Oh, jetzt machen wir gleich einen Sack zu, hoffe ich mal. War doch nett. He hits the clothesline. Oh, and he connects. There's no reason to lose your footing on a move like that. Come on, toughen up. Da eh, dann roll raus, aber nach mir ist egal. Things down, I like it. Good game plan. And he slams him down. Body slam. He's in a tough spot here, Corey. And if he doesn't get up, it's gonna get a lot tougher. Und aufs Bein. This match is so physical. Just look at the leg. It's got to be injured. I mean, he can't even stand on it to fight. Ja, was ist da los? Just carrying the opposition here, but you can't carry your opponent all day. Und you gotta Snake Eye. Move eventually. Nope, that one misses. Bam. Boy, that was terrible. Ja. Not where he wants to be right now. Yeah, you're not gonna win many matches when you're aber Owens 94%, also auch nicht weit von dem Finisher, also nicht mal von dem Signature weg. Böse Headbutt. No in this he might just be out, guys. I agree. He hasn't moved one bit. Konter von Owens. Konter von uns. Wir haben das Signature. Den war auch ausgeführt, oder? Ich habe keine Punkte gesehen. Doch, schon ausgeführt. Oh my gosh, from what heights? Ja, hoch mit dir. So. Das war's jetzt aber. Wow. Hellacious Power Slam. Also, guter Finisher. Was? Nicht dein Ernst. Oh, nicht dein Ernst. Byron, he may be down for good. That wouldn't surprise me at all. Beating he's taken. Ja, lach nicht. Braun Strowman is a force within the ring. Oh, was für eine Kacke kommt der denn nochmal raus? Zwei Finisher, ey. Das ist John Cena. Und Headbreaker. Dodges that one. Ah, komm. Ey, Belly to Belly. Up the odds for success. He doesn't want to absorb much more punishment if he wants to win this match. If he wants to win this thing, he's going to need to make some changes here. There's no way he can stay in this match if he doesn't find a way to fend off this attack. Ja. Zack. Down he goes. That'll do it every time. Warum haben wir nur 39, 43? That certainly seems to be the case. Looks like a power bomb coming up. There may be no escaping. Oh, keine Kraft. Da man die Bandscheiben nehmen wir mit. Nein, das war das Signature. Scheiße. Als wäre sein. But can he follow up here? It might be cliche, yeah. But it's true here. It ain't over till it's over. He's always had the ability to take pop, it up. Pop up auf die Kontakt in den Jokeslam. Oh, Signature könnt ihr auch so nicht reichen. Doch, ne, geht auch durch. If this superstar can just land the finisher here, this match is all but over. Ich will es eigentlich schon ausprobieren, aber eben konnte ihn hochheben und dann während dem Hochheben die Finisher ausführen. Das will ich nur kurz gucken. Das geht echt. Boah, was macht denn der da alles? Nein! Nein! Das wäre so schön gewesen. Hau ab! Oh Mann! Nice kick out. Stinkt mal aber langsam mit dir. He's simply reminding him that he's here. Kevin Owens is a force within the ring. Da eh. Braun Strowman
doing a great job of turning that around. So, jetzt muss aber, jetzt muss wirklich gewinnen sein. Eins, zwei, drei, Gott sei Dank. So, damit beende ich mich auch das erste Video jetzt auch schon gleich. Und gleich mache ich noch den OMG-Moment draußen durchs Kommentatorenpult. Das ist cool. Das ist wirklich cool mit dem Tragen und so, so Aktionen zu machen. Und auf. Komm, uns hat's verdient. Jetzt kann man immer durch den Tisch durch. Wo liegt er? Ah, unten liegt er. Wollen wir erstmal auf. Ja, weg. Tja. Der gute alte Stetson von JBL fliegt nicht mehr. JBL sitzt nicht mehr am Kommentatorenpult. Ist jetzt Corey Taylor, Brian Sexton und wer ist er noch? Der Obermann in der Mitte. Wer heißt er noch? Oh, ich komme nicht mehr drauf. Michael Cole. Ja, hat ein bisschen gedauert. He's always had the ability to take it up a notch. Signature. Alles schnell durch. This is not going to be good at all. Oh, Braun Strowman slamming into the mat. Just when you thought he had nothing left. Check out Braun Strowman's offense. War das dann? Es soll heute einfach nicht sein. Es soll nicht sein. Here goes Braun Strowman. Keine Ahnung. Ja, aber so, also beende mal das erste Video mal. Wie gesagt, jetzt machen wir gleich noch ein Tag-Team-Match. Und dann noch vielleicht ein Hell in a Cell-Match. Und so eine Art. Also, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gleich wieder einschalten. Mach jetzt da nur einen Cut, damit die PlayStation noch alles aufnimmt. Und vielen Dank und hoffentlich dann bis gleich. Ciao.